Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy Brave Exvius. Es geht jetzt weiter. Wir sind jetzt in den Wüste Zadir oder Zadir Wüste Westteil. Und ja, wenn ihr eben halt anfängt, müsst ihr eben halt hier runter. Dort findet ihr einen Jungen, der nach Wasser nachfragt, weil ja, er liegt da so gesehen fast im Sterben. Und er ist jetzt ohnmächtig geworden. Dann haben wir uns so gesehen jetzt aufgemacht hier oben in der Oase. Und hier in diesem bestimmten Punkt, wo ich jetzt bin, leuchtet das halt. Da konntet ihr den ihm halt jetzt Wasser holen. So, wir haben Wasser heraufgeschaufelt. So, und jetzt müssen wir ihn so gesehen jetzt schnell damit retten. Hier sind auch Basilisken unterwegs. Da solltet ihr auf jeden Fall auch dennoch mal Goldnadeln mitnehmen. Falls ja alle Stein wären, ja, endet das eben halt hier, diese Erkundung. Deswegen, ja, falls ihr auf Basilisken treffen solltet und Medusa-Blick, da sollte man schon dann aufpassen. So. Dann gehen wir mal gleich schnell zu den Jungen. Da liegt er. Ja, natürlich, wir geben ihm Wasser. Wasser. Ha, ich fühle mich wieder lebendig. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren, aber ich habe nichts bei mir. Ich weiß, dass es kein toller Tausch, aber ich könnte dir etwas verraten. Im Süden der Wüste gibt es ein paar Ruinen. Man sagte, dort gäbe es einen alten Esper, der dort versiegelt wurde und etwas bewacht. Wenn du Interesse an Macht hast, solltest du ihn suchen. Nun, ich mache mich auf den Weg zurück in mein Dorf. Und noch einmal danke für die Rettung. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir diese gute Tat getan. Und jetzt machen wir uns so gesehen jetzt hier auf, um eben halt das hier zu verlassen. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach da oben. Ja. Es wurde uns ja so gesehen jetzt verraten, dass wir unten im Süden eine Ruine finden werden, wo auch ja, ein Esper ist. Den werden wir auch jetzt auswendig machen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen mit Ifrit und auch Shiva, die wir eben halt suchen mussten. Weil nicht alle Esper laufen uns direkt in den Weg, sondern wir müssen halt auch ja, bestimmte Wege gehen, um sie überhaupt dann eben halt auswendig zu machen. So, das sind diese, die ich meinte, diese Basilisk. So. Menü. Gegenstände. Ja, nicht Goldnadel. Blind, genau. Ja, die müssen wir jetzt bekämpfen, um hier rauszukommen. Das ist halt dieser Boss hier in dieser Erkundung. Den Ameisenlöwe. Und ich würde mal sagen, wir holen mal unsere ganzen Limits raus, oder? Are ready to go. Wo machen die das gar nicht mehr? Ach, warte mal, das ist ja nur bei meinem Handy eingestellt. Hier in dieser Applikation muss man das selber nochmal einstellen, irgendwie. Muss mal schauen. Autolimit. Ist auch hier auch nicht falsch, da muss man nicht immer jedes Mal das manuell machen. Ist halt auch so eine neue Funktion, die eben halt auch dazu kam im letzten Update. So. Denke mal, das kennt ihr auch bestimmt von Mobius, Final Fantasy. Da gibt es ja eben halt auch diese Funktion, auch Autolimit zu aktivieren. So. Wir werden auf jeden Fall das jetzt beenden. So. So. Uiuiui.
haben ja auch nicht was dazu. Bei Erkundungen lohnt sich das sowieso echt, wenn man da Mats braucht. So. Jetzt kommen wir von der Zadir-Wüste Westteil nun nach Wüste Zadir Südteil. Und dort werden wir dann unseren Esper treffen, den Golem. Dort ist der Esper Golem versiegelt. Wirklich? Woher weißt du das? Wir mögen fern der Hauptstadt sein, aber dieses Gebiet gehört immer noch zu Grandscheld. Jeder Ritter Grandscheld sollte das wissen. Wirklich? Bei mir bleibt anscheinend nichts außer dem Kampftraining hängen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Den Legenden zufolge muss es in dieser Richtung sein. Okay. Ja, wir müssen uns erstmal durchkämpfen, bis wir zu diesen Esper kommen. Materialien sind auch wieder voll. Oh. Ich muss ein paar Sachen verkaufen, weil es ist. Nee, hier nicht. Das war. Ja, hier. Wegen Limit. Jedes Mal immer sehr, sehr schnell voll. Muss da immer irgendwie was verkaufen. Geht nicht anders. Weil. Das so gesehen immer mehr vollstopft hier. Wir leider nicht so viel Platz haben für alles. Nee, das will ich behalten. Drachenherz auch. Silber jetzt endlich auch. Wir haben hier noch diese ganzen Kristalle und sowas. So. Sollten wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. Machen wir erstmal an der Stelle jetzt weiter. War schon als Kind immer viel zu ernst, Laswell. Verglichen mit dir wirkt jeder viel zu ernst. Aber wer weiß, vielleicht hast du einfach den freiheitsliebenden, durch nichts gebundenen Charakter von Sir Regan geerbt. Vom Dick her habe ich überhaupt nichts geerbt. Du wirst schon sehen. Ernsthafter als der alte Mann kann ich allemal sein. Sehr gut gebrüllt, Löwe. So, okay. Wir kämpfen uns auf jeden Fall erstmal. Schön durch. Bis sie eben halt zum Golem kommen. Sehr schön. Boah, über 10.000 Schaden. Boah. Gucken wir mal auf jeden Fall, was der Golem drauf hat. Ja, und danach habe ich überlegt, ansonsten mit Ramu, weil er kam ja bei Kolobos jetzt auch nun dazu mit dem neuen Kontinent. Und es soll außerdem auch, demnächst auch die Story weitergehen. Dazu wird auf jeden Fall auch nochmal ein Video kommen, wo ihr mal darüber noch mehr erfahren werdet. Und außerdem auch, wo man jetzt voten kann für seinen Lieblingscharakter, der denn fürs nächste Beschwörungs-Event dabei sein wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und da werde ich auf jeden Fall auch mal was dazu nochmal so zeigen. So. Wir machen auf jeden Fall an der Stelle weiter. Bis wir den Golem haben.
Dieser Golem, das ist doch ein künstlicher Essbar, den die Vormenschen erschaffen haben, richtig? Oho, na sieh an, es geht doch. Ich bin schließlich kein Idiot. Und ich weiß doch mehr. Der Golem wurde erschaffen, um irgendwas zu beschützen, richtig? Richtig. Doch keiner weiß, was er genau beschützt. Na, was wird er schon beschützen? Natürlich einen Schatz oder irgendwas Wertvolles. Ja, denke ich auch mal. Ja, guck mir mal, was der Golem da so macht. Ja, es gibt auch künstliche Esper, die zum Leben gerufen worden sind. Zack. So. Da. So. Vergesste Stadt. Okay, diesmal kein Smalltalk. Aber schon cool, dass ich die Lena dabei habe, die ist voll süß, aus Final Fantasy 5. Ah, das ist schon cool, dass sie dabei ist. Ich habe mir eigentlich überlegt, irgendwann mal so eine komplette Waifu-Gruppe zu machen. Alles schöne, so weibliche Final Fantasy-Charakterinnen, die echt süß sind und ordentlich auch was auf dem Kasten haben. Ja, mal gucken auf jeden Fall. Ich würde mir schon so eine Waifu-Guard machen. Okay, ja. Kommt sowieso so eine Menge Sachen dazu hier. Dann wird unsere Materialien wieder vollgestopft bei uns. So, Zadir, Südteil Ruinen. Jetzt kommen wir zu den Ruinen. Gut, dass ich auf jeden Fall genügend Energie noch habe, so. Okay, drauf da. Haut alles raus, Leute. Jawolski. Wow, sehr cool. So. Ja gut. Boah. So, jetzt kommen wir zu dir Südteil verbotene Zone. Da ist er nun. Der Golem. Lebensform entdeckt. Identifikation, Eindringlinge. Dieses Statue-Ding bewegt sich. Magieblockade aufgehoben. Kampfprogramm läuft. Ziel, Eindringlinge vernichten. Aus dieser Situation wirst du dich wohl nicht herausreden können. Dann kämpfen wir uns heraus.
Let's go. Gegen den Golem. So, anfeuern. Here we go, let's go. So, Kraftbrecher und Sis. Nein, nicht das. Nein. Deprotest, genau. So. Oh, das war's mit Golem. Gewonnen. Mana jetzt, okay. Kampfprogramme heruntergefahren. Datenupdate. Eindringlinge wird volle Befugnis erteilt. Du hast den Esper Golem erhalten. Das heißt wohl, der Golem ist jetzt auf unserer Seite. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Warte, diese Statue hier. Mutige Krieger der Zukunft. Ich bin derjenige, der den Golem erschuf. Dieser Esper ist mächtig, doch wegen dieser Macht war er so begehrt, dass Kriege um ihn geführt wurde. Um den Kriegern ein Ende zu setzen, um den Kriegen ein Ende zu setzen, programmierte ich den Golem auf einen Selbstschutzmodus und versiegelte ihn. Wenn ihr mutige Helden der Zukunft den Golem besiegt habt, dann hoffe ich, dass ihr seine Macht für das Gute verwendet. Also war das Einzige, was der Golem beschützt hat, er selbst? Ich hätte nichts gegen einen Schatz gehabt. Vielleicht ist jeder neue Verbündete selbst ein Schatz. Ja, das stimmt auch. Okay, Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, auch den Golem jetzt zu bekommen, falls ihr den noch nicht habt. Und ja, somit haben wir jetzt einen weiteren Esper in unsere Reihen. Der nächste wird ja wohl Ramu folgen mit auf der Insel Kolovos. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne euer Feedback da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.